Über 10 Millionen Menschen in Deutschland sind in Fitnessstudios angemeldet. Sport machen, um fit zu werden, um gesund zu werden, rundum, um besser auszusehen. Manchmal auch mit allen Mitteln und Zwecken. Doping ist etwas, was im Profisportbereich schon oft für Skandale und Unruhe gesorgt hat. Allerdings hat diese Unsitte das Einnehmen von zum Beispiel anabolen Steroiden auch im Amateursportbereich mittlerweile breit gemacht. Man fragt sich allerdings, wer nimmt das? Wie kommt man dazu und vor allem, wie gehen die Leute damit um? Unsere Reporterin hat sich mit einem jungen Mann getroffen, der im Amateursportbereich gedopt hat. Ich treffe mich heute mit Fabian. Vor 5 Jahren beginnt er mit Kraftsport und hilft während seines Trainings auch mit Testosteron nach. Deshalb möchte er hier unbekannt bleiben. Aber von was für Mengen von dem Stoff reden wir hier eigentlich? Mit einer kleinen Kur, also mit 250 Milligramm alle 5 Tage, also 350 die Woche. Mhm. Das war das erste Mal. Das habe ich ungefähr für so ein Dreivierteljahr gemacht, dann abgesetzt. Und ich glaube, wieder ungefähr so ein Jahr später die nächste Kur, aber mit mehr. Also mit ungefähr doppelt so viel. Doppelt so viel. Das bedeutet 700 Milligramm, die Fabian sich pro Woche gespritzt hat. Zum Vergleich, die normale Produktion des Körpers kommt auf 6 bis 7 Milligramm pro Tag, also etwa 30 Milligramm innerhalb einer Woche. Um diese 700 Milligramm also auf natürliche Art und Weise herzustellen, bräuchte sein Körper mehr als 3 Monate. An den Stoff heranzukommen, war für Fabian leichter als gedacht. Also, ja, ganz plump, woher kriegt man das Zeug? Also, wie bist du daran gekommen? Ich denke mal nicht durch eine Verschreibung vom Arzt oder so, sondern anders. Witzigerweise die oralen Geschichten aus dem Internet bestellt. Okay. Aber sonst unter der Theke aus dem Eiweißladen. Und das wirst du extrem oft finden. Ich bin neugierig. Wie kann ich mir den Stoff eigentlich vorstellen? Hierzu hat Fabian was mitgebracht. Aus seiner Tasche holt er eine Box mit Tabletten, Flüssigkeiten und Brechampullen. Das Testosteron, was Fabian da regelmäßig eingenommen hat, ist eigentlich für Pferde gedacht. Mich würde das total abschrecken. Er erklärt mir aber, dass es tatsächlich sehr weit verbreitet ist. Und wie viele wirklich was nehmen und auch verkaufen illegalerweise und unter der Theke was haben oder auf Absprache dann was verkaufen, ist erschreckend. Also es sind wirklich extrem viele, ja. Also wirklich in so einem normalen Laden, wo du auch normal Proteinpulver kaufen kannst. Und dann sagt er halt, du, ich habe was Besseres und wenn du die dann besser kennst, dann ja. Wow, okay. Weil du gehst ja regelmäßiger da rein. Also du kaufst ja dann wahrscheinlich einmal im Monat ungefähr dein Eiweiß. Da quatschst du ja auch immer mit dem, fragst, wie das Training läuft. Und irgendwann sagt er dann, wenn er sowas verkaufen würde, hey, willst du mal aufs nächste Level? Und das alles für mehr Energie im Training. Doch der Erfolg hat auch seinen Preis. Was merkst du denn da so für Unterschiede? Also merkst du welche... So im Training deutlich. Du gehst ja ins Training, um dich kaputt zu machen, aber du bist damals ins Training gegangen, konntest 2 Stunden durchböllern und Gewichte rumwerfen eigentlich. Mhm. Und du hattest danach immer noch Power. Das war ein schönes Gefühl einfach, sagen wir so. Also generell glaube ich, dass Steroide oder speziell auch Testosteron bei mir eigentlich alles verstärkt hat, was ich an negativen als auch positiven Eigenschaften so habe. Mhm. Zumal halt dieser Fokus auf den Sport kommt. Das heißt, dadurch, dass man sowieso seinen Ernährungsplan strikt einhält, wird er dann halt noch strikter eingehalten, weil man das halt auch so will. Und man wird dann auch sauer, wenn man das nicht kann. Okay. Das war eigentlich, ja gut, Pickel halt noch. Mhm. Pickel wie sonst was, genau wie Haarwuchs. Also Rückenhaare sind halt echt nicht sexy. Okay. So muss man, also sorry. Neben den körperlichen Aspekten spielt auch vermehrt die Psyche eine Rolle. Ab dem Punkt zieht Fabian einen Schlussstrich. Und was hat dich letztendlich zum Abbrechen gebracht oder zum Absetzen? Der Mehrwert. Also nach der ersten Kur war das so okay, war cool, du hast was aufgebaut und ich bin danach aber in so ein Auslandspraktikum gegangen von meiner damaligen Ausbildung und da musste man halt abbrechen, weil du kannst halt im Flieger keinen Stoff mitnehmen. Ne? Du hast dich dann einfach echt scheiße gefühlt, also richtig scheiße. Das Training war kacke, das Aufstehen war kacke, Essen war kacke, du hast keinen Hunger, du hast einfach kein Lebensgefühl, keine Motivation für irgendwas und deswegen habe ich halt aufgehört, aber auch weil ich gemerkt habe, wie ich mich verhalte. Du hast halt nur noch Essen, Schlafen, Training und Sex halt im Kopf. So. Ja. Von morgens bis abends, jeden Tag. Okay. Und alles andere wird irrelevant. Dahin zurück will Fabian nicht mehr. Dafür überwiegen für ihn die negativen Aspekte zu sehr. Seit ungefähr 1 Jahr nimmt er keine anabolen Steroide mehr zu sich. Sein Training zieht er regelmäßig weiterhin durch. Jetzt aber ohne Tunnelblick auf bloß Muskeln. Anders als Fabian unterschätzen viele Menschen die Risiken von anabolen Steroiden wie Testosteron zum Beispiel. Aber was ist der Stoff eigentlich genau?
Was kann er unserem Körper anrichten, wenn man es übertreibt? Endokrinologin Elisabeth Corneli ist Expertin auf dem Gebiet und hat die Antworten. Das Testosteron ist ein Steroid, das in unserem Körper gebildet wird, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Das ist notwendig, um die Sexualität zu entwickeln oder in der Pubertät überhaupt die Pubertätveränderung beim Mann hervorzurufen. Hat somit natürlich Einfluss auf die Stimme, auf die Haare, auf die Blutbildung, auf die Knochenbildung und auch auf den Muskelaufbau. Wenn man längere Zeit ein zu viel an Testosteron zuführt, hat das zur Folge, dass die Stellen, wo das Testosteron normalerweise gebildet wird, ja unterdrückt werden. Hat man also eine zu große Menge an Testosteron gegeben, wird die Bildung der Blutzellen so stark gefördert, dass das Verhältnis zwischen Blutzellen und Blutflüssigkeit ungünstig beeinflusst wird. Und das kann dazu führen, dass vermehrt Thrombosen und Embolien entstehen. Wo ich das größte Schädigungspotenzial sehe, ist das Herz-Kreislauf-Risiko und auf der anderen Seite auch das Fruchtbarkeitsrisiko. Das ist mit Sicherheit eingeschränkt, wenn man solche Substanzen verwendet. Und noch so viel Testosteron wird nicht aus einem ganz schmächtigen Menschen dann einen Arnold Schwarzenegger machen. Jetzt ist klar, mit anabolen Steroiden ist nicht zu spaßen. Denn Sport sollte immer noch das Ziel haben, sich selbst etwas Gutes zu tun. Am gesündesten bleibt der natürliche Weg. In dem Sinne, bleiben Sie sauber. Tschüss.